Hey, im Jahr 2005 gründeten die drei Internetvisionäre Stephen Chen, George Karim und Chad Hurley. Auch bekannt als die drei apokalyptischen Reiter der Katzenvideos, die Webvideoplattform YouTube. Eine Website, auf der man kostenlos Videos veröffentlichen kann, um sich selbst und seiner Kunst Ausdruck zu verleihen. Diese Möglichkeit einer gebotenen Bühne hat für das Internet ganz neue Türen geöffnet. Man könnte sich connecten, Wissen austauschen und eine große Community bilden. Und jetzt, 15 Jahre später, sind... Alter, ein Waspel, ne? Ohne Scheiß. Erstmal Real Talk. Alter, wirklich, ich habe versucht, gegen ihn noch zu kämpfen, ne? Ich bin jetzt gerade bei 89.900 Abos, also ich habe fast noch 2.000 Abos mehr als er. Aber der Typ, ne, sobald er ein Video hochlädt, macht er Plus-Abos ohne Ende. Ich habe jetzt einen Strike bekommen, konnte deswegen wahrscheinlich auch weniger Abonnenten erzielen. Alter, und der geht halt, der marschiert weiter, ne? Der marschiert weiter. Auch wenn gerade eben sein Hype so ein bisschen abflacht, sage ich mal. Also er macht immer noch viele Aufrufe, aber abomäßig ist es ein bisschen abgeflachter als sonst. Ne? Ihr seht hier so einen krassen Balken. Bei dem läuft trotzdem jeden Tag 100 Abos. So, und ich konnte jetzt in der Woche, wo ich jetzt kein Video hochgeladen habe, konnte ich natürlich weniger Abos erzielen. Ist dann für mich halt traurig so und schade, ja. Ich wollte eigentlich was für Waspel noch eine leichte Konkurrenz sein. Ist traurig, ja. Sehe ich hier und beleidige Leute. Guck. Was zum... Und das ist das Problem. Ja, warte, ganz kurz. Sitze ich hier und beleidige Leute. Er beleidigt Leute. So, ihr seht gerade, dass er selber von sich behauptet, er beleidigt Leute. Was mache ich? Ich sage, dass irgendjemand Betrug begeht, ne, mit Beweisen, bla bla bla. Ich beleidige den noch nicht mal, außer Schandfleck, ne, finde ich jetzt keine krasse Beleidigung. Er sagt selber von sich, dass er Leute beleidigt, bekommt keinen Strike für Cybermobbing, ne, bekommt keinen Strike. Was mache ich? Ich sage, ja, also dieser Kanal ist ein Schandfleck auf YouTube. Zack, Strike. Ja, zack, Strike. Und das Ding ist, PKTV hat mich nicht gestrikt. YouTube hat mich gestrikt. Und das ist doch das große Problem. YouTube war es einfach. YouTube hat mir in der Community richtig in den Strike reingedrückt. Und das nach 3 Stunden, weil mich irgendwelche Vollidioten gemeldet haben. Oder weil mich ein Vollidiot gemeldet hat. Man weiß es nicht. Oh, traurig. Ich mache eine Ansage gegen YouTube. Weil es traurig ist. Wusstet ihr, dass wenn... Copyright-Musik... Strike. Wenn man nach YouTube sucht, als Vorschlag, wie kann man YouTube gucken, auftaucht, da ist doch die Website. Ich hasse die Menschheit. Aber warum erzähle ich euch das, fragt ihr euch? Ich habe keine Ahnung, aber die Prank Bros machen immer noch schlechte Videos. Wer hat dieses Skript geschrieben? Also, wer... Das Problem ist bei den Prank Bros, also ohne Witz, ich finde Waspel ist ein stabiler Typ und ich finde auch alles soweit stabil. Ich muss aber sagen, mittlerweile, mir persönlich ist es auch so, derzeit, dass ich keine Videos zu irgendwelchen YouTubern mache, die eh schon 1000 Mal kritisiert wurden, wahrscheinlich schon 1011 Mal, ja, weil ich habe dann irgendwann auch, ich kann es nicht mehr, ja, mich da hinzusetzen, mir die Scheiße reinzuziehen zum 10.000. Mal, um zu sagen, ja, die Prank Bros, die faken, ja, die Prank Bros, die machen Fake Pranks, die Prank Bros, die machen das doch nur wegen den Klicks. Das wissen wir doch mittlerweile eh schon alle. Während ich friedlich durchs Internet gescrollt habe, wurde ich plötzlich mit einem Haufen Anfragen beworfen, über wen ich noch ein Video machen soll. Und erstaunlich viele wollten Paluten. Der Typ ist ein Kürbis. Was wollt ihr von mir? Ein paar wollten auch mal alternativ. Ich hatte übrigens auch schon... Wahrscheinlich hebt's mich. Ich hatte auch schon überlegt, mal ein Video zu Paluten zu machen. Habe ich letztes Jahr auch mal gemacht. Oder vorletztes Jahr. Ey, ich muss sagen, ey, wirklich, zu Paluten gibt's gar nicht so viel zu sagen, außer dass der Typ zum einen Ehrenmann ist und zum anderen unfassbar erfolgreich ist, ja. Und das könnte ich tatsächlich mal machen, wenn da genug Leute Bock drauf hätten, denn eigentlich habe ich Malte lieb. Und sehr viele Personen, sehr viele heißt übrigens eine, okay, eigentlich wollten es mehr, haben sich die Prank Bros gewünscht. Ey, Leute, ihr könnt gerne mal schreiben, wie findet ihr Malte, also Malte Nativ, der macht ja diese Werbeverarschen. Also ich finde den an sich, der macht ja keine schlechten Videos, aber ich finde den ultra anstrengend, ja. Ich finde den ultra anstrengend, also das, was zu mir immer Leute schreiben, oh, ich kann mir deine Stimme nicht geben, bla bla bla, und das ist dein sächsischer Akzent, das kann man sich nicht reinziehen, bla, irgendwie sowas, ja. Gibt's viele, die das schreiben bei KronTV-Videos oder bei Uncut-Videos, ne. Gibt's viele, die schreiben, ah, wie kannst du dir die Scheiße geben, bla bla, aber bei Malternativ wirklich, ich finde das so unangenehm. Und da mein Video über aber sie... Aber da haben wir auch gemerkt, wer die Videos schneidet und von wem so mit die Ideen kamen. ...mittlerweile 5 Monate alt ist, dachte ich, wir könnten einen erneuten Blick auf ihren Kanal werfen.
Holy shit, ich werde alt. Ja, denn der hatte ja schon mal was zu den 3-Uhr-Videos gemacht. Wie wir alle wissen, produzieren die beiden Intelligenzverweigerer Content, der sich ein bisschen so anfühlt, als hätten RTL 2 und Til Schweiger ein ungewolltes Kind bekommen. Und dieses Kind ist scheiße. Auf jeden Fall habe ich mir da mal wieder ihren Kanal angesehen und war irgendwie überrascht. Ey, der Typ, der macht's aber halt wirklich schlau, ne? Immer wenn der eine Beleidigung oder immer wenn der irgendwas Vulgäres sagen möchte, dann spricht er einfach direkt schon den nächsten Satz, sodass man es nicht ganz hören kann. Es ist schlau gemacht. Warum fällt mir sowas nicht ein? Warum bin ich so? Und irgendwie auch nicht, denn die machen weiterhin ihre 3 Uhr nachts Videos. Warum funktioniert das immer noch? Und ja, dabei ist mir vor allem das Video FaceTime in niemals Cyrus. Jetzt mal Real Talk, das sind halt wirklich Kinder, die das angucken. Jetzt nichts gegen meinen Cousin, ne? Mein Cousin, stabiler Typ, Mann. Aber der hat mir das letzte Mal irgendwas erzählt von Horror-Clown-Pranks und sowas oder irgendwie und irgend so eine Scheiße mit 3 Uhr nachts und sowas. Ja, hat er mir irgendwelche Videos, hat er gesagt, dass er da Videos gesehen hat und dass sie in der Schule drüber sprechen. Der ist in der 4. Klasse. Nee, der ist gerade in der 5. Klasse. Das sind Kinder, die sind 12 Jahre, die sind 11 Jahre alt, ne? 11, 12 Jahre alt. Die gucken sich das an und denken sich nichts dabei und denken so, jo Mann, Alter, 3 Uhr nachts, ey, du darfst niemals 3 Uhr nachts bei Momo anrufen, sonst wirst du geschlachtet oder sowas. Es ist halt krass so. Und die Kinder glauben das, ja. Die Kinder glauben das, dass man niemals 3 Uhr nachts anrufen sollte. Zumal die Kinder teilweise noch nicht mal ein Handy besitzen oder so, also die würden das eh nicht machen. Aber das gruselt die, ne? Die denken wirklich, die Story ist echt. Ren hat um 3 Uhr nachts ins Auge gesprungen. Und das könnte jetzt kreative und eigene Videoidee der beiden sein. Oder halt auch nicht. Warte mal, was hat denn der davor gegoogelt? Warte mal ganz kurz, was hat denn der davor? Stopp. Der hat irgendwas mit Waspel eingegeben davor. Der hatte davor irgendwas in seiner Suche mit Waspel, oder? Ich mache tolle Streams auf Twitch. Der Waspel. Alter, so ein Spinner, wirklich. Jetzt sehe ich es auch noch vor, dass er meine ganze Community abgreifen kann. Wurstwasser, aber kurz, dass du reflektiert drüber nachdenkst, Mann. Perfekt. Trotzdem können wir uns jetzt einfach mal das Video etwas genauer angucken, damit wir wenigstens was zu lachen haben. Aber natürlich müssen wir noch den Disclaimer beachten, der ganz unten in der Beschreibung steht, damit ihn niemand findet, und besagt, dass einige Szenen auf fiktiven Ereignissen beruhen. Ja, da haben wir nochmal Glück gehabt. Also da komme ich auch direkt mit meinem Disclaimer um die Ecke und sage, dass ein Teil dieses Videos aus fiktiven Beleidigungen besteht. Warte, was? Also im Ernst, ich bin Comedian. Nehmt die Sachen nicht persönlich. Peace, Leute, was geht ab? Das ist Calvin. Ich bin Marvin. Bruder, ich grüße dich. Es ist 3 Uhr nachts und Cyronet hat uns eben angerufen. Ja, klar hat er das. Was auch sonst. Wie stellen die sich das mit dem Handy vor? Sind die Hände nicht viel zu groß? Ich meine, was ist denn das überhaupt für eine Kacke? Wir hatten dieses Sirenenkopfgedöns überhaupt ins Leben gerufen. Ey, das habe ich schon bei irgendwelchen Minecraft-Kindern gesehen, dass die, oder Kinderkanälen gesehen, dass die so eine Kacke mit Cyronet machen. Was ist denn ein Cyronet, Leute? Kann mir jemand erklären, was ein Siren Head ist? Das ist ein Sirenenkopf. Das ist irgendeine Gestalt mit einer Sirene als Kopf. Da kommt doch kein normal denkender Mensch auf so eine Idee. Und die machen den Siren Head. Also, und da gibt's Kinder, die glauben, dass diese Gestalt existiert, dass es einen Sirenenkopf gibt. Wirklich? Nein! Die Tastatur ist gefühlt schon für meine Hände zu klein und ich bin jetzt auch keine 10 Meter groß. Überraschend, ich weiß. Ey, sie sind gerade mitten in der Nacht. Kommen die zu uns? Na klar, Calvin. Oder Marvin. Ich hab's schon wieder vergessen. Die kommen zu euch. Wo sollen die denn auch sonst hin? Ich meine, ihr wohnt ja praktisch alleine in Köln. Da sind ja nur 8 oder... Ja, sagt Köln, aber zeigt uns gerade eben ein Bild von... Wahrscheinlich ist es London. Ich glaube, das ist London. Die fahren mit roten Bussen dort rum. Das ist traurig, dass er einfach nicht weiß, was Köln und London... 9. Ja, 100.000 andere. Zwei verpasste Anrufe. Ach du, ja, klar, das wäre blind. Vor 2 Minuten, genau vor 2 Minuten, Leute. Da legt aber jemand sehr viel Wert darauf, die Uhrzeit richtig zu stellen, weil sie ja schon oft dafür kritisiert wurden. Das wäre jetzt natürlich richtig peinlich, wenn da jemand einen Fehler gemacht hätte. Aber darauf kommen wir später im Video zurück. Beim letzten Cyberland-Video sind auch voll komische Dinge passiert. Ja? Ledermaus,
dein Finger klebt. Das war jetzt eher spontan, aber wenn wir mehr 3 Uhr nachts Videos machen sollen, gebt einen Daumen hoch dafür. Ah, man kann da... Das Ding ist halt, die machen mit wirklich wenig Aufwand, ne? Man muss jetzt wirklich sagen, bei den Prank Bros ist echt kein Aufwand. Die überlegen sich eine Story, die echt mega schlecht ist, und dann setzen die sich vor die Kamera und sagen, die haben das und das erlebt. Ja. Also mitbestimmen. Finde ich cool. Max. Warum Demokratie das? Ist einfach wichtig, Leute. Alter. Wo bist du? Einfach so, wo bist du? Oder nee, du hast uns angerufen, Fragezeichen? Ist das der neue Momo oder wie? Man kann sogar mit Siren Head kommunizieren? Was hast du an? Warte, was? Nee, wir haben da Nummer verpasst. Aller richtige Flirt-Coaches hier. Siren Heads Nummer klären in 5 Minuten. Das würde ich mir sogar angucken. Warte mal, ganz sexuell. Warte mal, das ist sexuell verlaufen oder wie? Warte, das ja, würde ich ganz sexuell mir sogar angucken. Nein, würde ich nicht. Oh, er schreibt. Siehst du das? Ja, ja. Alter. Oh mein Gott. Also, das ist bis jetzt meine Lieblingsreaktion. Dieses Emotionslevel auf Sheldon Cooper-Ebene ist einfach unglaublich überzeugend. Und derweil guckt er auch noch so, als hätte Monte wieder ein fremdes Mädchen entdeckt, das er heimlich fotografieren kann. Fotografiert keine anderen Leute. Das ist nicht cool. Dann werdet ihr spielsüchtig oder so. War es gerade eine Ansage oder was? Hallo, will Kaffeeklänzchen hier machen. Will er ganz. Soll er ein bisschen Job machen? Willst du mit uns einen Schaumigen trinken? Das ist einfach ein Bild für die Ewigkeit. Das kann man direkt für eine Kunstanalyse zu Cold Mirror schieben. Während Marvin es kaum erwarten kann, sich endlich die Nudes vom Siren Head zu klären, fragt sich Kelvin gerade, ob man unter Wasser immer noch nass wird, wenn man einen Regenschirm dabei hat. Ich würde sagen, wieso hast du uns angerufen? Ja. Legitime Frage. Wieso hast du angerufen? Ja, berechtigte Frage. Okay. Wieso hast du angerufen? Oh Mann, ey, das ist echt, ich finde es so toll, wie die beiden ihre... Nee, es ist wirklich so schlecht gemacht. Also ich würde mir, Real Talk, mittlerweile würde ich mir keine solche Videos mehr reinziehen. Ja, von den Prank Bros gerade erst recht nicht. Das ist für mich einfach, ich finde, das ist halt ausgelutscht des Jahrtausends. Ne, es macht auch keinen Spaß mehr. Es macht wirklich gar keinen Spaß mehr, sich so eine Scheiße reinzuziehen. Ich bin, keine Ahnung, Mann. Ich bin einfach raus aus dem Alter, um mich darüber abzufacken. Sätze immer gegenseitig wiederholen, als würden sie mit ihrer letzten Gehirnzelle Ping-Pong spielen. Und wisst ihr noch, als ich vorhin gesagt habe, ihr sollt darauf achten, wie sehr die beiden die Uhrzeit immer hervorheben, um zu beweisen, dass sie das wirklich um 3 Uhr nachts... Warum blendet er jetzt ein Bild von dieser Frau ein? ...aufnehmen? Danke. Vielleicht sollten wir uns den Clip nochmal angucken. Wir haben deinen Anruf verpasst. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Habt ihr super gemacht. Es ist einfach schön zu sehen, dass die beiden nach 3 Jahren immer noch nichts dazugelernt haben. Ich hatte schon ein mulmiges Gefühl, das ist der doch hier. Naja, also, wir reden gerade darüber, dass die mit Siren Head geschrieben haben. Ja, das war, ich glaube, ohne dass wir uns das Video angeguckt haben, war es klar, dass das nicht echt ist, ja. Also das ist jetzt auch gerade eine Aussage von Maspel, die jetzt ziemlich lost ist. Was sollen die jetzt anders machen? Klar, die können sich noch die Mühe geben, die Zeit dort zu bearbeiten. Aber was sollen die jetzt großartig anders machen? Klar ist Siren Head, diese Gestalt gibt, existiert nicht. Ja, also es ist schon klar, dass die das ganze Ding faken. Ne? Was anderes bleibt denen auch gar nicht übrig. Ich hoffe, mit so einem Riesenkopf würde hier so reinkommen. Mein Gott, zum Glück sind die Rollos zu. Bitte was? Können wir uns das nochmal anhören? Zum Glück sind die Rollos zu. Ja, Marvin, zum Glück sind die Rollos zu. Denn wie wir alle wissen, gibt es 3 Sachen, vor denen alle Monster Angst haben. Rollos, Bettdecken und Shirin David ungeschminkt. Warte, was? Was willst du von uns? Alter Momo einfach. Ja, aber was will er denn? Ja, Kelvin, was will er denn? Ich hab keine Ahnung, aber ich weiß, was ich will. Drogen, ich will, dass ihr aufhört. Schnell, bevor er auflegt. Oh! So langsam bekomme ich den Eindruck, Marvin gehört zu der Sorte Mensch, die sich in einer Drehtür verlaufen. Ich meine, es ist unglaublich, wie oft man sich in einem Chatverlauf verklicken kann. Und da die das eh alles faken, frage ich mich, warum sie den Take nicht einfach neu aufnehmen. Ach ja. Das ist ja das Ding. Die nehmen den Take nicht neu auf, weil die halt mit übel unnötigen Sachen das Video einfach auf eine längere Dauer strecken. Das ist halt Real Talk so. Da müssen die sich ja Mühe geben. Mein Fehler. Naja, und die strecken das dann besser.
Was ist das? Ja, Watchtime. Was ist das? Sieht man es über die Aufnahme? Ey, das ist echt so schlecht gemacht. Ah, da hat man noch gesehen, dass das ein Video ist? Jo. Okay, ich nehme alles zurück. Das ist meine Lieblingsstelle. Fangen wir mal damit an, dass er das Handy aus Versehen ausmacht. Hat er seine Finger nicht im Griff? Ha, Griff. Dann verschwindet der Ton und Kelvin sagt etwas zu seinem Bruder. Vielleicht verrät er gerade das Heilmittel für AIDS. Vielleicht, aber auch nicht. Und danach klickt sich der gute Marvin wieder in den laufenden Anruf, was irgendwie interessant ist, weil auf seinem Handybildschirm nichts von einem Anruf stand. Ja, ich habe gerade sehr viel Spaß dabei, ein mies gefaktes Video zu zerlegen. Und die geben sich auch gar keine Mühe mehr. Aber es ist trotzdem witzig. Der stand da einfach so, ne, so. Alter, der stand, was ist hier vor? Das Ding ist halt, du kannst halt, und das hat ja auch schon die Vergangenheit bewiesen, du kannst 10.000 Videos machen, wo man sagt, die sind fake und die machen Scheiße und bla bla bla. Die machen doch eh nichts anderes. Die scheißen einfach auf die Kritik und machen nichts anderes, ja? Und die haben damit krassen Erfolg. Warum sollten die das auch nicht weitermachen, wenn es bei denen krass läuft? Irgendwo im Feld oder so. Das sah aus wie bei uns. Ach, das sah aus wie bei euch. Dann wohnt ihr anscheinend doch nicht in Köln, mein Fehler, sondern in Saudi-Arabien. Da hat nämlich der YouTuber X71N dieses Material gedreht. Ich sollte aufhören, Beweise gegen ein so offensichtlich gefälschtes Video zu suchen. Aber es ist witzig. Ey, wir müssen alles verriegeln, Mann. Wir müssen alles verriegeln. Ey, das ist so dumm, wirklich. Was? Alles Ich kann da einfach nichts mehr zu sagen. Es ist einfach nur wunderschön. Kelvin hat auch zwischendurch vergessen, wie man sich als Mensch bewegt und glibbert jetzt wie so eine Kaulquappe durchs Bild. Als wäre es die beschissenste Sitcom der Welt. Was sollen wir machen, Leute? Ey, sollen wir der Spur weiter nachgehen? Sollen wir den weiter schreiben oder sollen wir uns einfach hier drin verstecken? Schreib's mal in die Kommis, gib einen Daumen. Alter, der erschreckt sich ja richtig krass, ja? Der erschreckt sich ja richtig krass. Ach du Scheiße. Hoch, wenn wir dann weiter nachbauen sollen. Aber eigentlich ist es zu heftig, Mann. Einfach viel zu heftig, ich merke schon. Aber ja, das war's dann auch mit dem Video. Vergesst nicht, auf Twitch vorbeizuschauen, da streame ich nämlich immer wieder. Und was haben wir jetzt in diesem Video gelernt? Nichts. Ganz genau, das Internet ist für Katzenvideos. Warte, was? Ja, also ich muss sagen, das Video war an sich gut. Ich finde das Thema ultra langweilig, wirklich ultra langweilig. Ja, hätte ich jetzt hier nicht zwischendrin irgendwie mal noch andere Sachen gemacht, dann wäre ich wahrscheinlich eingepennt bei dem Video. Weil ich finde, das Thema ist ganz, ganz schwierig, wirklich. Also wenn ich ein was nicht leiden kann, dann ist es ein 10.000. Video über die Prank Bros. Aber ich habe genauso auch schon Videos, 10.000 Videos gegen Simix gemacht, 10.000 Videos gegen irgendwelche anderen YouTuber gemacht. Und ich kann es verstehen, wenn man sich dann irgendwann mal drüber abfuckt, weil mich nervt es auch.